Konsumenten gehören zu meiner Generation, der Generation Y, der Millennials-Generation und heute 20 bis Mitte 30-Jährigen. Wir wollen heute bewusster konsumieren. Wir hinterfragen heute als neue Generation die Herkunft, die Herstellung und die Nachhaltigkeit von Lebensmitteln und Kosmetikprodukten. Wir wollen uns heute gesünder ernähren, wir wollen bewusster konsumieren. Und wir haben auch verstanden, dass wir mit unserer bisherigen Lebens- und Ernährungsweise die gnadenlose Vergeudung oder die gnadenlose Ausbeutung der Ressourcen, die absolute Verhüllung der Erde und der Weltmeere und die Verschwendung von Strom, von Wasser und Lebensmitteln noch weiter mit vorantreiben. Wir haben auch verstanden, dass wir mit unserer bisherigen Lebens- und Ernährungsweise auch mitverantwortlich sind für den Klimawandel. Und wir wollen genauso wie Sie als Pioniere der Biobewegung daran etwas verändern. Nur vielleicht auf eine andere Art und Weise. Umso schöner ist es, dass das Thema Next Generation im Mittelpunkt dieser Veranstaltung und der Leitmesse hier heute ist. Und wenn wir von der Next Generation sprechen, dann sprechen wir eben, wie wir es eigentlich gleich mit dem Bild hier oben sehen können, von der Generation Y, eben meiner Generation. Und dass das Interessante ist, dass auch in den Medien ganz oft über uns berichtet wird und ganz oft fühlen wir uns nicht verstanden oder wir fühlen uns falsch verstanden, weil alle über uns reden, statt mit uns zu reden oder uns selber auch zu Wort kommen zu lassen. Und das ist auch mit der Grund, warum ich ursprünglich auch angefangen habe, mich für die junge Generation einzusetzen. 2010 habe ich bei meinem ersten Arbeitsplatz angefangen zu arbeiten und mittwochs hat mein Chef gesagt, wir gehen mit allen Arbeitskollegen mal zusammen Mittagessen. Und das haben wir auch gemacht und Mittagessen wollten wir in der Kantine und um zur Kantine zu kommen, mussten wir von unserem Büro aus 2 Etagen die Treppe runtergehen. Wir sind also alle losgelaufen, ich war die Erste, alle 8 Kollegen hinter mir. Und auf einmal, auf so halber Höhe, ruft mein Chef von hinten, Frau Burkhardt, bitte den Handlauf benutzen. Ich weiß nicht, ob Sie alle wissen, was ein Handlauf ist. Ich wusste damals nicht, was ein Handlauf ist. Und dann habe ich mich umgedreht und sah, wie meine Arbeitskollegen, wie so eine Elternfamilie hintereinander aufgereiht, diese Treppe runtergingen und sich an dem Handlauf festhielten. Und dann fing ich an zu lachen und meinte noch so, ha, mit neuen Kollegen kann man so ein Blödsinn noch machen. Nur das Problem, das hat keiner mitgelacht. Ich war die Einzige, dann habe ich auch nicht mehr gelacht. Ich war völlig schockiert, habe mich umgedreht und habe natürlich dann einfach auch den Handlauf benutzt wie alle anderen. 2 Jahre lang, weil ich 2 Jahre in diesem Unternehmen war. Und ich hatte das Gefühl, in welcher Welt bin ich denn dann überhaupt dort untergekommen? Irgendwie Flexibilität, Spontanität kannte man nicht. Es war alles sehr hierarchisch und sehr regelkonform orientiert. Und ich finde meine Handlaufgeschichte eigentlich so schön, weil sie für mich steht, für all die Gewohnheiten, all die Regeln, all die Konformitäten, die wir uns irgendwann einmal in einer Branche, in einer Organisation aufgebaut haben, an denen wir uns heute immer noch imaginär festhalten. Obwohl es doch in der Zeit wäre, sich von dem einen oder anderen imaginären Handlauf zu lösen, um da oben Platz zu machen für Neues. Und das ist auch das, was ich immer wieder beobachte, dass dann auf der anderen Seite ganz oft davon berichtet wird, wir als junge Generation, wir sind frech, wir sind faul, wir haben überhöhte Ansprüche, ob als Konsumenten oder ob als Mitarbeiter. Wir sind aber anderer Meinung, weil wir haben verstanden, dass die Realität, in der wir heute leben, sich verändert hat. Und dass diese neue Realität, in der wir heute leben, noch ganz automatisch dazu führt, dass sich die Ansprüche an uns alle verändern. Und wenn ich von neuer Realität spreche, dann meine ich damit die VUCA-Realität. VUCA ist ein Akronym, kommt aus dem Militär aus den 90ern und steht für die 4 Begriffe Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambivalenz. Volatilität sind zum Beispiel starke Preisschwankungen. Und wir beobachten auch in der Biobranche, dass bei Ihnen der Markt auch zunehmend volatil wird. Und Preisschwankungen bei Ihnen sind zum Beispiel die Getreidepreise, die Weizenpreise, aber auch Milchpreise oder der Baconpreis, wie wir es derzeit auch in den USA beobachten können. Wenn die Erzeugerpreise hoch sind, dann wirkt sich das möglicherweise
Wenn die Erzeugerpreise auf der anderen Seite niedrig sind, dann wirkt sich das sicherlich auch positiv auf ihren Absatz aus. Und das ist das Thema der Volatilität. Und während wir früher geglaubt haben, dass wir Volatilitäten durch langfristige Absicherungsgeschäfte in den Griff bekommen, wissen wir heute, dass das so einfach nicht mehr funktioniert. Kommen wir zu dem K wie Komplexität. Was bedeutet, je globaler und je vernetzter unsere Welt wird, desto komplexer wird sie. Und das konnten wir auch 2011 beobachten, als in Fukushima das Erdbeben dazu geführt hat, dass der Atomreaktor zerstört wurde. Und es hatte nicht lange gedauert, dass die deutsche Bundesregierung verkündet hat, dass Deutschland komplett aus der Atomenergie aussteigen wird. Und das Interessante daran ist jetzt, ein Ereignis, was auf der anderen Seite der Welt stattgefunden hat, hatte einen direkten negativen Einfluss auf einen der wichtigsten Schlüsseltechnologien, die wir in Deutschland haben. Je globaler und je vernetzter die Welt wird, desto komplexer wird sie. Und aus der zunehmenden Volatilität und Komplexität heraus haben wir es jetzt auch immer mehr mit Unsicherheiten zu tun. Unsicherheiten durch unvorhergesehene Ereignisse, wie zum Beispiel den von Fukushima. Unsicherheiten aber auch, wenn es zu Regierungswechsel kommt und wenn dann Donald Trump verkündet, dass er aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen wird. Unsicherheiten gibt es aber eben auch, wenn neue Gesetze verabschiedet werden. Und neben Volatilität, Unsicherheit und Komplexität gibt es eben jetzt auch noch den vierten Buchstaben, das A, das steht für Ambiguität. Und das bedeutet, dass wir auf eine Sache aus unterschiedlichen Perspektiven blicken können und es komplett konträr interpretieren können. Nehmen wir das Beispiel der Völkerwanderung der Menschen von Nordafrika nach Europa. Anfangs haben wir geglaubt, dass das eine rein politisch motivierte Aktion sei. Wir sind davon ausgegangen, dass die Menschen deshalb demonstrieren und auf Plätze wie den Tahrirplatz in Kairo gehen, weil sie sich einsetzen für mehr Demokratie. Jetzt muss man aber wissen, dass die Menschen deshalb auf die Straße gegangen sind, weil Russland aufgrund einer katastrophalen Getreide- und Weizenernte einen Exportstopp für landwirtschaftliche Güter verhängt hat. Was dazu geführt hat, dass in Ägypten im Winter der Brotpreis auf ein All-Time-High angestiegen ist, was nichts anderes heißt, als die Menschen hatten dann einfach nichts mehr zu essen. Und in Russland gab es deshalb diese katastrophalen Getreide- und Weizenernte, weil sie den heißesten Sommer in den letzten 100 Jahren hatten. Vermutlich verursacht durch den Klimawandel. Das heißt, wir haben es mit einem Ereignis zu tun. Wir haben zwei Erklärungsansätze, einen politikwissenschaftlichen und einen naturwissenschaftlichen. Und das ist das Thema der Ambiguität. Und was uns dieses Ereignis auch zeigt, ist, Klima verändert Politik. Und genau das werden Sie in keiner Volkswirtschaftstheorie an irgendeiner deutschen Universität finden. Und als wäre das alles, das V, das U, das K und das A, für jede Branche derzeit noch nicht herausfordernd genug, haben wir es jetzt auch noch mit einem zusätzlichen Beschleuniger zu tun, und das ist das Thema der Digitalisierung. Und die Digitalisierung nimmt auch starken Einfluss auf die Biobranche. Und ich möchte Ihnen zwei Beispiele dazu vorstellen. Das erste ist die Übernahme der Bio-Supermarktkette Whole Foods durch Amazon. Um zwei Dinge zu kombinieren. Das erste, die biologische und organische Produktvielfalt von Whole Foods mit der On-Demand-Delivery-Möglichkeit, die Amazon zur Verfügung stellen kann. Und Chef Bezos hatte auch verkündet, bei der Übernahme will er die Produktpreise absenken, um eben auch Bio-Produkte für eine größere Zielgruppe zur Verfügung zu stellen. Zweites Beispiel, es gibt eine interessante Studie hier in Deutschland, die zeigt, 20% der modernen Konsumenten wären bereit, schon heute die Produkte, und dabei spielt es keine Rolle, ob wir von einem Spannbettlaken, einem Auto oder Bio-Kartoffeln sprechen, online einkaufen, wenn es dieses Angebot jetzt schon geben würde. Beide Beispiele zeigen uns, dass jetzt, im Moment, die Digitalisierung einer der stärksten Treiber für Innovation und auch einer der stärksten Treiber für Wachstum auch in der Bioindustrie bedeutet. Und Fakt ist, es sind nicht die Pioniere einer Bewegung, die dieses Thema nach vorne treiben, sondern es ist die Next Generation, die auch in einer Bioindustrie dabei unterstützen kann, eine komplette Branche nach vorne zu bringen. Weil es sind die Millennials, es ist die Next Generation, es sind die jungen
Leute, die die Deutungshoheit über das Wichtigste, über die wichtigste Massentechnologie unserer Zeit haben, und das ist das Internet. Und diese Deutungshoheit strahlt in ganz viele Bereiche aus, auch im Bereich der Wirtschaft. Wenn wir überlegen, welche Unternehmen waren denn vor 10 Jahren die 10 größten Unternehmen, welche Unternehmen sind heute die 10 größten Unternehmen, dann sind heute Unternehmen dabei wie Facebook, wie Amazon, wie Google. Und es sind alles Unternehmen, die derzeit ihr Geld im Internet verdienen. Und wenn wir in Silicon Valley gucken, dann können wir dort beobachten, mehr als 90% der Unternehmen dort sind entweder gegründet worden von der Millennials-Generation oder die Mehrheit der Mitarbeiter dort gehören zu dieser Generation. Und das Interessante heute im Jahr 2018 ist, dass die Marktkapitalisierung vieler dieser Unternehmen heute höher liegt als die Marktkapitalisierung einiger Unternehmen aus der Old Economy. Und das hätte niemand, keine Eltern, keine Lehrer, keine Professoren noch vor 20 Jahren, im Jahr 1998, als wir im Kindergarten und Grundschulalter waren, für möglich gehalten, dass so etwas passiert. Niemand hätte gedacht, dass die Ideen und die Unternehmen der Next Generation irgendwann einmal Jahrhunderte alte etablierte Unternehmen überholen. Das heißt, jede Branche, jedes Unternehmen braucht den digitalen Könner meiner Generation, um zu wachsen. Und wer es nicht schafft, als Branche und als Unternehmen, diese guten, talentierten jungen Leute anzulocken, wird zukünftigem Wachstum ausgebremst sein. Weil wir uns nämlich heute genau in dem War for Talent, in dem War for Digital Talents befinden, der bereits 1997 vorausgesagt wurde. Und wir haben derzeit 3 starke Treiber, die auf diesen Digital War for Talent auch einzahlen. Das erste ist, Länder wie zum Beispiel Deutschland, Österreich und der Schweiz haben eine noch nie dagewesene demografische Entwicklung. Wir mutieren zu alternden Gesellschaften und wir haben zu wenige junge Leute, die für den Arbeitsmarkt nachkommen. Zweiter Treiber, in Europa haben wir im Unterschied zu Amerika auch eine sprachliche Barriere. Und die Frage ist, schaffen es beispielsweise italienische Unternehmen, gute talentierte Leute zum Beispiel aus Polen anzulocken? Oder schaffen polnische Unternehmen es beispielsweise, gute talentierte Leute aus Griechenland anzulocken? Und der dritte Treiber ist, in Amerika haben wir die Tech-Giganten, die derzeit komplett den Markt leer räumen. Und weil die Preise um Einstiegsgehälter und Löhne dort schon explodiert sind, greifen diese Tech-Giganten jetzt auch noch diese jungen Leute aus dem europäischen Markt ab. Das heißt, Angebot und Nachfrage sind derzeit im Ungleichgewicht und das Ungleichgewicht wird noch weiter auch zunehmen. Aber jetzt muss man auch verstehen, dass die Biobranche eine stark attraktive Branche für die Millennials-Generation ist. Und sie können jetzt dieses Potenzial nutzen, um auch ihren Talentpool an digitalen Könner aufzubauen. Dazu müssen sie aber beispielsweise auch wissen, dass wir derzeit in einer Zeit der Multi-Optionalität leben. Das heißt, wir leben in einer Zeit, wo wir unglaublich viele Dienstleistungen und Produkte einkaufen können. Wir leben in einer Zeit, wo wir unglaublich viele Möglichkeiten haben, Ausbildung zu absolvieren oder Studiengänge zu absolvieren. Und wir sind die Generation, die heute mehr nach Selbstverwirklichung streben, nach Individualisierung. Was auch dazu führen wird, dass wir die Generation sind, die mehr ausdifferenzierte Lebensläufe durchleben wird. Prognosen gehen davon aus, dass vermutlich meine Generation im Berufsleben 6-mal den Job wechseln wird. Das heißt, wir werden bei den jungen Menschen erleben, dass sie vielleicht mal in einer Vollzeit-Festanstellung sein wollen, dass sie vielleicht in einer Teilzeitanstellung sein wollen, weil sie sagen, ich möchte zusätzlich noch was anderes machen, dass sie sagen wollen, ich gehe ins Ausland komplett oder ich komme wieder zurück, dass sie sagen, ich möchte mich in einer anderen Branche jetzt mal niederlassen oder dass sie sagen, ich gehe in die Selbstständigkeit. Das bedeutet, was wir heute verstärkt beobachten, sind sogenannte Zickzack-Lebensläufe bei der jungen Generation. Und diese Zickzack-Lebensläufe, die werden auch dazu führen, dass junge Menschen, was Karriere angeht, nicht mehr unbedingt eine eindimensionale Karriereleiter bis nach oben durchsteigen wollen, sondern sie wollen sich horizontal entfalten. Und horizontal entfalten bedeutet, sie werden erst auch in der Biobranche mit dem Spannungsfeld zu tun haben, dass sie auf der einen Seite junge Leute haben, die sinnorientiert, die sozial orientiert und nachhaltig orientiert arbeiten wollen, oder auf der anderen Seite die jungen Leute, die sich nur noch über teure Gehälter einkaufen lassen, wie wir es auch gesehen haben bei Netflix in den USA, die derzeit ein Einstiegsgehalt von 300.000 US-Dollar für gute Absolventen zur Verfügung stellen.
Das heißt, Sie werden auch beispielsweise einen Verhaltensökonomen in Ihrer Branche haben, der sagt, ich interessiere mich dafür, wie schaffen wir es in der Zukunft im Supermarkt dafür zu sorgen, auf sogenannte Nudges, Anstöße, dass die Konsumenten viel mehr an biologische Produkte im Supermarkt einpacken, als dass sie konventionelle Produkte einkaufen. Oder wie schaffen wir es möglicherweise auch, dass in Kantinen, ob bei Grundschulen, bei Schulen, bei Universitäten, die Menschen viel mehr an Gemüse und Obst auf ihr Teller legen, als beispielsweise Fleisch oder Wurst. Und was wir auch beobachten können bei den jungen Menschen ist das Phänomen der Selbstständigkeit. Viele junge Leute sagen, ich möchte Purpose erzeugen, ich möchte Impact erzeugen, ich möchte auch was Eigenes machen. Und Prognosen gehen auch hier davon aus, dass vermutlich ca. 40% in der Gesellschaft im Jahr 2030 sich nicht mehr von einer Organisation einstellen lassen. Sie werden als freie Projektarbeiter oder Organisation zuarbeiten oder sie werden eben versuchen, das zu gründen und sich selbstständig zu machen. Und diese Idee im Biobereich, die sind vielfältig. Es gibt so viele junge Leute, die großartige Ideen haben, wie sie den Biobereich weiter mit nach vorne bringen. Und jetzt ist aber ein ganz wichtiger Punkt, dass in der Biobranche selber, in der Biobewegung, man auch noch daran arbeiten kann, die Gründungsattraktivität anzukurbeln. Und da kann die Politik auch mit einer starken Initialförderung auch ein Zeichen setzen. Guter Wille alleine reicht nicht aus. Es braucht auch mehr Gelder im Gründungsbereich in der Biobranche. Denn was wir wissen ist, dass Gründungen sich dahin orientieren, wo eben die Gelder sind und die Gelder der Private Equity Gelder oder der Kapitalgeber orientieren sich überwiegend dahin, wo die Renditen hoch sind und wir wissen, dass das eben nicht der Biobereich ist. Genau den Mechanismus muss man auch verstehen, dass die Gründungen sich dorthin orientieren, wo die Gelder sind, die Gelder gehen dahin, wo die Renditen hoch sind und das ist nicht der Biobereich. Und genau für solche Probleme braucht es auch die Politik, die sich genau dafür auch einsetzt, zu sagen, wir könnten beispielsweise schnell durch sogenannte Fördermaßnahmen und neue Förderrichtlinien die Biobranche auch dabei unterstützen, dass dort auch eine gewisse Gründungsattraktivität für junge Menschen entsteht. Und wir wissen auch, dass wir mit einem hierarchischen Denken, hierarchischen Handeln nicht mehr weiterkommen bei den jungen Leuten. Was wir uns wünschen, ist mehr Kollaboration, mehr Partizipation, mehr Interaktion. Was wir uns wünschen, ist gute Teamarbeit, gute Kommunikation und eben auch darauf aufbauen, die Möglichkeiten in sogenannten Experimentierräumen, die nicht ökonomisiert sind, dort die Möglichkeit zu haben, uns eben auch mit anderen auszutauschen, zu kollaborieren und gemeinsame Ideen zu entwickeln, Ideen zu realisieren und die dann auch langfristig umzusetzen. Und diese Experimentierräume, die braucht es überall auf der Welt, egal ob in Australien, Nordamerika, Südamerika oder eben auch in Europa. Und ich bin überzeugt davon, dass genau solche Experimentierräume es sein werden, die wichtig sind für eine Biobranche und die ein gewisser Gamechanger mit sich bringt. Und wenn es darum geht, eben auch im Blickfeld der jungen Leute zu sein, muss man verstehen, junge Menschen sind heute permanent online und permanent vernetzt. Wenn Sie Konsumenten für sich begeistern wollen, dann seien Sie dort, wo die Menschen sind. Und das ist heute eben auch ganz stark in der digitalen Realität. Wir stellen fest, dass sich die Spielregeln derzeit verändern. Und trotzdem agieren heute noch sehr viele Bereiche im Modus der Erfahrung. Erfahrung ist aber nur noch ein kleiner Teil, der uns dabei unterstützen wird, perfekte Lösungen auf neue Probleme zu generieren. Und ich bin überzeugt davon, dass junge Menschen, die in einer VUCA-Realität aufwachsen, mit ihrem digital geprägten, vernetzten Mindset, ein wichtiger Treiber sind für neues Denken und neues Handeln, auch in der Biobranche. Man muss sie nur in die Lage versetzen, dass sie auch ihr volles Potenzial entfalten können. Ich wünsche Ihnen alles Gute und sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Dr. Steffi.
Revolution. Und sie hatte nun eine ganz klare Forderung letztendlich auch an die Politik gestellt. Mehr Anreize für grüne Start-ups. Umso mehr freut es mich, dass ich jetzt einen Mann aus dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft begrüßen darf, nämlich den Staatssekretär Dr. Hermann Onk.